Reispasta aus, die ich meinem Freund in den Adventskalender gepackt habe. Auch wenn heute noch nicht der erste Dezember voll ist. Aber ja, mal schauen, wie das schmeckt. Er hat auch Pesto gemacht, einmal veganes Pesto und einmal Basilikumpesto. Da ist, glaube ich, Käse drin, oder? Ja. Ich habe Angst, dass sie nach Reis schmecken und dass Reis mit Pesto nicht gut ist. Aber we will see. You got yourself into, is it all too much? I'm sitting waiting for a nudge. Yeah, I'm really thankful. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home. Was geht, Party People? Herzlich willkommen zu einem neuen Uni-Vlog von mir und herzlich willkommen zu Chris Mac Special Part 2. Das Video wird am 2. Advent online gehen. Dementsprechend, wenn ihr das Video direkt am Upload-Tag schaut, wünsche ich euch schon mal einen wundervollen 2. Advent. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag mit eurer Familie oder mit euren Liebsten und könnt die Vorweihnachtszeit gut genießen. Da dieses Video wieder Teil meiner Chris-Max-Weihnachtsreihe sein wird, möchte ich schon mal von Anfang an sagen, es wird in diesem Video wieder eine Verlosung geben. Ich weiß noch nicht, an welcher Stelle des Videos ich sie mit einbinden werde, aber es sei so viel gesagt, es ist eine mega coole Verlosung. Sie wird diesmal auf YouTube stattfinden und nicht auf Instagram. Und es wird ganze 4 Gewinner geben. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Ich bin aktuell mit meinem Freund bei seinen Eltern in der Heimat. Und wie schön ist bitte dieser Kamin im Hintergrund. Ich sag euch, es ist so unglaublich schön, mit Kamin zu lernen. Es ist schön warm, es ist angenehm. Es ist wirklich richtig, richtig toll. Ich liebe es generell hier. Voll, also so in seiner Heimat, weil es so sehr dörflich ist. Sprich, es ist ganz, ganz viel Natur vor der Tür. Man kann ja super viel laufen gehen. Und jetzt gerade so in der Herbst-Winterzeit, ist ja meine Lieblingsjahreszeit, ist einfach super schön, dann hier zu sein und die Natur zu genießen. Und natürlich mag ich seine Familie auch mega gerne. Gestern hatten mein Freund und ich einen relativ entspannten, produktiven Tag. Also wir haben eigentlich die meiste Zeit nur was für die Uni gemacht, waren spazieren und so. Denn ich bin, Leute, ich sag's euch, richtig am Arsch. Wegen dieser integrierten Seminare-Klausur. Ich habe keine Ahnung, wie ich dafür lernen soll. Das Gefühl, hinter dem ganzen Stoff nicht hinterherzukommen. Es ist einfach Physio, es ist BC, es ist irgendwie Klinik, aber nichts davon ganz. Also es ist nicht komplett BC, es ist nicht komplett Physio, es ist nicht komplett Klinik, es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das stresst mich beim Lernen so unglaublich. Und dann auch noch letzte Woche zum Beispiel die Situation zu haben, ich versuche mich vorzubereiten auf das Seminar, was wir heute haben, mache so die ganzen Fragen und arbeite die Themen durch, die wir halt im Gegenstandskatalog, sage ich mal, haben. Und dann sitze ich im Seminar und die Dozentin thematisiert etwas ganz anderes, als in dem Gegenstandskatalog sozusagen steht, also in den Vorbereitungsunterlagen. Und ich dachte mir nur so, muss ich das jetzt auch noch machen? Also irgendwie, ich bin da echt gerade ziemlich lost. Davon, dass ich darüber rede, wird es aber auch nicht besser. Dementsprechend, let's get going und let's study. By the way, hier ist Schnitt Maxi. Wir haben es jetzt eine Woche später nach dieser Videoaufnahme. And guess what? Ich habe immer noch keine Ahnung von der integrierten Seminare-Klausur und immer noch keine Ahnung, wie ich dafür lernen soll. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass ich davon auch nie Ahnung haben werde. Und das macht mich traurig. Aber ich schneide jetzt weiter und wir versuchen gemeinsam mit der nächsten Woche dafür eine Lösung zu finden. Maximal unnötig, versucht jetzt maximal schönen Weihnachtskranz zu machen. Wir schauen, ob maximal unnötig das schafft. I'm gonna ask my love to marry on Christmas Day this year. Dumb bitch! Was ist das? Was versuchst du da irgendwo ohne Draht was reinzustecken? Wie sollst du das halten? Down on one, on Christmas Day this year.
gonna give my love a gold to me on Christmas Day, my dear. Ich entdecke heute, dass Adventskränze binden nicht mein größtes Talent ist. On Christmas Day this year. On Christmas Day this year. On Christmas Day this year. Okay, Party People, folgende Situation. Ich bin jetzt wieder zurück in Münster. Ich habe beschlossen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen und Ordnung in mein Zimmer zu bekommen. Morgen schaffe ich das nämlich nicht, weil ich morgen den ganzen Tag Klinikhospitation habe. Sprich, wir werden genau wie vor ein paar Wochen schon mal ins Krankenhaus fahren. Nur diesmal fahren wir in ein Klinikum in Dortmund, nicht hier in Münster. Also wir müssen ein kleines bisschen weiterfahren und werden uns dann dort die Krankheit Diabetes am Patienten anschauen. Freue ich mich super darüber, einfach mal wieder sowas Praktisches zu machen im Krankenhaus. Hausalltag zu sein, mit Kittel rumzulaufen. Ich finde, es gibt immer ein krasses Gefühl und so einen Motivationsschub fürs Studium, auch wenn es, to be honest, ein bisschen cringe ist. Das ist die aktuelle Situation. Also es ist wirklich, wirklich nicht schön. I don't wanna wake up. It's 3 in the morning. Wir sind im Krankenhaus angekommen, so let's start the hospitation day. Whoop. Party People, kommen wir jetzt, wie versprochen, zur fast wichtigsten Stelle dieses Videos. Denn im Rahmen meiner Chrismax-Reihe verlose ich ja jeden Advent eine kleine Überraschung für euch. Und diesmal ist die Überraschung tatsächlich gar nicht so klein, denn es wird ganze 4 Gewinner geben in Kooperation mit Kenhub. Kenhub ist eine Online-Plattform, mit der man Anatomie lernen kann. Ich habe euch das Ganze schon genauer vorgestellt in meinem vorletzten Video. Ich verlinke euch das mal oben im i. Basically kann man da mit Videos Anatomie lernen. Es gibt aber nicht nur Videos, sondern es gibt auch Fachartikel, es gibt Quizze. Man kann sich da auf verschiedene Arten und Weisen abfragen und ich persönlich bin ja ein auditiver und optischer Lerntyp und bin deswegen ein ganz, ganz großer Freund von Lernvideos und habe davon gerade in meinem Anatomiesemester sehr profitiert, da ich weiß, dass es viel bedeutet, gerade als Student im Monat Geld für eine Plattform auszugeben, mit der man lernen kann. Einfach weil man sich natürlich gut überlegen möchte, ob das was für einen ist, wenn man monatlich einen Betrag bezahlt, um die Lerninhalte nutzen zu können, habe ich Kenhub gefragt, ob wir zusammen zum Advent etwas verlosen können. Und Kenhub war so lieb, dass sie mir ganze 4 Gewinne zur Verfügung gestellt haben. 3 Leute von euch können jeweils einen Monat Kenhub umsonst gewinnen
und eine Person kann ganze 3 Monate CanHub umsonst gewinnen. Falls ihr die Testabos gewinnen möchtet, braucht ihr mir einfach nur einen Kommentar unter meinem Video zu schreiben. Ganz wichtig ist es, und ich habe letzte Woche bei Esther gesehen, dass das nicht ganz so gut funktioniert hat, ihr müsst mir euren Instagram-Namen mit in das Kommentar schreiben. Wenn ihr euren Instagram-Namen nicht mit in das Kommentar schreibt, kann ich euch nicht kontaktieren und dementsprechend könnt ihr nicht an der Verlosung teilnehmen. Falls ihr also das Abo gewinnen möchtet und falls ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, schreibt mir einen Kommentar und vergesst euren Instagram-Namen nicht. Ihr habt also 7 Tage Zeit, teilzunehmen. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das verlosen zu können. Auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an CanHub, die mir das mit der Zusammenarbeit ermöglichen. Und vielen Dank an euch, dass ihr immer so zahlreich einschaltet und mir liebe Kommentare schreibt. Ich hoffe, ich kann euch damit auch was Kleines zurückgeben. Freunde, der Moment ist gekommen. Ich zeig's euch. Esthers Planer ist online and I'm so excited. Ich bin so unnormal excited, weil es einfach so mega cool ist. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Planer mit eurem Namen drauf. Das ist so cool und ich bin so stolz, wie so richtig proud Mom. Und ich werde jetzt mit euch live diesen Planer bestellen, um zu supporten und den Rabattcode zu verwenden. Wie schön der ist. Auch wenn ich schon einen habe, aber ich muss unbedingt noch einen kaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich freue mich darüber mehr als Esther, weil mich macht das richtig verrückt. Das ist so fucking cool. Ihr tut den Planer in den Warenkorb. In meiner Bio wird übrigens der Link zu Esthers Planer sein und auch auf Esthers Instagram-Account. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann ist der Code automatisch angewendet. Ich werde den jetzt aber manuell benutzen, weil ich habe den Link noch nicht. So, also Planer in den Einkaufswagen, dann zum Checkout. Jetzt muss ich mich erstmal anmelden. Ah. Ich blende euch den Rabattcode aber auch nochmal hier ein. Damit bekommt ihr 20% auf den Planer. Deswegen nicht vergessen, entweder den Link zu benutzen oder den Code. Und ich werde das jetzt bestellen. Ich habe den Planer jetzt bestellt. Ich bin sehr excited und freue mich schon, den in 2 bis 4 Werktagen auszupacken. Ich werde jetzt weiter lernen, weil, wie ihr wisst, die integrierte Seminare-Klausur raubt mir die letzten Nerven. Und auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich da durchfalle, möchte ich zumindest alles dafür tun, dass ich es nicht tue. Ich wollte euch ganz gerne noch erzählen, was ich besonders toll an dem Planer finde. Zum einen möchte ich sagen, dass ich wirklich unglaublich stolz auf Esther bin, weil sie einen wirklich wundervollen Planer rausgebracht hat und ich die ganze Sache einfach mega cool finde. Für mich der wichtigste Punkt an dem Planer ist tatsächlich, dass er undatiert ist. Sprich, ihr könnt den zu jeder Zeit nutzen. Und auch wenn man mal eine Phase hat, wo man den vielleicht nicht gebrauchen möchte, egal ob das jetzt die Semesterferien sind oder mal eine motivationslose Phase, kann man den Planer einfach weiter benutzen und hat keine leeren und verschwendeten Seiten. Was ich auch super, super schön finde, ist, dass Esther den Planer mit ihrer eigenen Handschrift gestaltet hat und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, wie viel Arbeit das gewesen sein muss. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr in der Infobox vorbeischaut und euch den Planer besorgt. Das ist für mich einfach so eine richtige Herzensempfehlung, weil ich natürlich sehr gut mit Esther befreundet bin und einfach, ich kann es nur nochmal sagen, sehr stolz auf sie bin, dass sie so ein tolles Produkt rausgebracht hat. Hello Friends, Esther und ich wollten noch so ein kleines Revue vom gestrigen Tag mit euch teilen, wie so der Klinik-Hospitationstag für uns war. Wir haben uns Sushi bestellt, das essen wir nebenbei, also falls Esther mal da unten verschwindet, sie ist bei der Sojasauce. Wir sind ja gestern nach Dortmund ins Klinikum gefahren. Dort angekommen haben wir dann als allererstes einmal einen Corona-Test alle zusammen gemacht, also nachdem wir Kleidung bekommen haben, uns umgezogen haben, uns gefühlt haben wie bei Grey's Anatomy. Dann haben wir den Aber man muss auch sagen, gemacht. Wir hatten echt schicke Kasachs. Jo, die Farbe war schön. Mhm. Ja, dann haben wir uns umgezogen, haben die Corona-Tests gemacht und dann ging es schon los. Wir waren dann in einem Konferenzraum, wie auch beim letzten Mal, wo es wieder ganz viel Verpflegung gab. Da haben wir uns wieder very important gefühlt. Bei so einer Ärztetagung. Ja, wirklich. Und dann haben wir das Team kennengelernt, bestehend aus einem ehemaligen Oberarzt, der jetzt auch schon in Rente ist, sein Nachfolger und noch eine Diabetologin. Diabetologin. Der Oberarzt, der dort war, war tatsächlich schon in Rente
seit 2 Jahren, glaube ich, hat er gesagt. Und er hat vorher halt die Diabetologie des Krankenhauses geleitet und hatte dementsprechend sehr viel Berufserfahrung. Und man hat ihm richtig krass angemerkt, wie viel Erfahrung er mit Menschen hat und wie viel Menschenkenntnis er hat. Mhm. Und für ihn stand so primär im Fokus, uns zu vermitteln, dass wir als Ärzte einen Menschen behandeln und nicht eine Erkrankung. Also einen Menschen mit Erkrankung, aber nicht die Erkrankung an sich oder nur die Erkrankung betrachtet. Ich muss sagen, ich fand das total eindrucksvoll, weil er teilweise so Fragen gestellt hat. Zum Beispiel, das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben, dass er gefragt hat, was behandeln wir bei Diabetes? Und wir haben uns alle gemeldet, inklusive moi, Hyperglykämie oder Folgeerkrankungen oder whatever. Und die Antwort war eigentlich ganz einfach und ganz simpel. Nein, wir behandeln den Menschen. So, und ja, ich fand das irgendwie so krass, wie wir so vor Augen geführt bekommen haben, wie wir schon anfangen, in diese Maschinerie der Medizin reinzurutschen und nur noch diese Pathologien und diese Mechanismen zu sehen, ohne den Menschen dahinter. Obwohl wir noch nie selber wirklich im Krankenhaus richtig gearbeitet haben. Genau, das ist es nämlich. Und da sieht man auch mal, wie wichtig Patientenkontakt und vor allem eben auch die Vermittlung von sozialen und kommunikativen Skills ist. Und ich finde, zumindest in der Vorklinik, Klinik kann ich ja noch nicht beurteilen, aber in der Vorklinik bisher, finde ich, bleibt das ziemlich auf der Strecke, was ich sehr schade finde. Hoch. Wir hatten ja jetzt erst durch die Uni unseren zweiten Patientenkontakt überhaupt. Und da hatten wir auch Glück, dass wir jetzt wirklich so einen guten, kompetenten Arzt hatten, der uns das beigebracht hat, der so seinen Wert darauf gelegt hat und der halt zum Beispiel uns auch geraten hat, Rhetorikkurse zu besuchen, Gesprächsführungskurse, nennt man das so, ja, ne? Zu belegen, um halt zu lernen, wie spricht man mit Patienten, und hat halt auch so verschiedene Beispiele angebracht, wieso das total wichtig ist und nicht nur in bestimmten Fachbereichen der Medizin, aber eben besonders in Fachbereichen wie Diabetologie, Onkologie, wo man halt mit Menschen und schweren Schicksalen arbeitet und es da einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man weiß, wie man welche Worte benutzt, wie man mit welchen Patienten spricht und wie man irgendwie das Ganze so vermittelt. Auf jeden Fall sind wir danach dieser Theoriestunde erstmal Mittagessen gegangen. Die wichtigsten Dinge zuerst. Wobei nicht Daumen hoch, mein Essen hat geschmeckt, wie als wäre es in Gemüsebrühe gefallen. In ganzen Pott Gemüsebrühe. Uff. Hat gut geschmeckt. Auf jeden Fall sind wir dann danach runter auf Stationen gegangen und konnten dann immer in so Zweier- und Dreier-Teams dann mit verschiedenen Patienten und Patientinnen sprechen, und das war super lehrreich und super augenöffnend. Wir können natürlich jetzt hier nicht Näheres erzählen zu den jeweiligen Patientengeschichten und Backgrounds und sowas, aber es war wirklich eine sehr tolle Erfahrung. Vor allem eben mal, ja, einfach dieses persönliche Empfinden und dieser Umgang mit der Erkrankung mitgeteilt zu bekommen. Das finde ich, war sehr schön. Nach dem Patientengespräch sind wir wieder zurück in den Seminarraum gegangen. Und auf dem Weg dahin musste ich feststellen, dass ich verdammt unsportlich bin. Denn der Oberarzt, wie gesagt, war in Rente. Dementsprechend kann man sich denken, schon das ein oder andere Jahr älter als ich. Und der ist die 5 Etagen Treppen einfach so flott mal eben hochgelaufen. Und ich am Ende. Also ich sollte mal wieder Sport machen. Das ist mir auch sehr bewusst geworden in dem Moment. Aber du warst auch voll fit. Nee. Einfach so schön hinterher. Ich musste echt anhalten. Weil man muss echt sagen, also der war echt geistig und körperlich topfit. Also da habe ich mir gedacht, wenn ich so bin, in dem Alter, alles richtig gemacht. Wir haben hier kleine Geschenke bekommen. Und zwar so kleine Nachtische. Welches willst du denn am liebsten haben? Ja, keins, weil da ist bestimmt Milch drin. Ich habe Angst, dass ich Durchfall bekomme. Dann nehme ich das. Ja, dann waren wir noch auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund. Haben den größten Weihnachtsbaum Europas bestaunt. Und alle waren erstmal der Meinung, dass sie sich ihn viel größer vorgestellt hätten. Und ich war so, der ist riesig. Wie big. Okay. War aber echt. Ja. Muss man schon sagen. Es war ein wirklich sehr schöner Abend mit unserer Bubble zusammen. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann hat Maxi mich gezwungen, Temptation Island zu gucken. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Ja, jetzt sitzen wir hier. Wir haben mal wieder 6 Stunden Seminar hinter uns. Geistig nicht mehr ansprechbar.
Oh Leute, ich war so abgefuckt heute. Diese integrierte Seminarklausur raubt mir die letzten Nerven. Mir auch. Ich hatte heute meinen zweiten Mental Breakdown dieses Semester. Und das ist für mich eigentlich viel. Weil ich würde sagen, so richtig krasse Mental Breakdown habe ich eigentlich nicht. Ich beschwere mich immer mal wieder und so, aber so richtig, dass ich so heulen muss. Heute ist es geschehen. Ich habe mich wieder beruhigt. Ich werde mich meinem Schicksal einfach fügen. Und irgendwie es durch diese Klausur hoffentlich schaffen. Viel gewinnt, sage ich dazu. Ähnlich ging es mir auch. Nur ohne den Mental Breakdown, weil ich bin, glaube ich, eher eine Person, die das Ganze dann so ein bisschen von sich schiebt. Und das habe ich getan. Also ich habe einfach, wir hatten das Seminar ja heute online. Und dann habe ich mich halt ehrlicherweise mit was anderem beschäftigt, weil es mich einfach mega gestresst hat. Und ich keine Lust hatte, mich stressen zu lassen. Da sieht man mal wieder, ne, die zwei Extreme so, ne. Auf der einen Seite haben wir die, ich sag mal, Vermeiderin, ne, die Wegschieberin und Prokrastiniererin. Auf der anderen Seite haben wir die komplett am Rad dreht, ne, und dann 10 Milliarden Wikipedia-Artikel auswendig lernt in ihrer Panik. Also nicht literally, aber ersetze Wikipedia mit DocCheck. Nein, Spaß. Nein, aber am Rad drehen schon irgendwo, ne, und dann halt erstmal heult, weil sie denkt, sie schafft es nicht und ist generell zu schlecht und bla bla. Beides nicht gesund, Leute. Macht die Kombi. Ja, ist so. Ich habe ja schon mal gesagt, unser Kind, Maschallah, die gute Studentin. Oder der gute Student. Okay. Ich wollte euch noch zeigen, was ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe. Und bei Hema. Okay, das erste, was ich auf dem Weihnachtsmarkt geshoppt habe, haben wir zusammen geshoppt. So als Best Friend Item. Nenne ich es hier. Eine wunderschöne Salzkerze. Ich habe auch eine. Aber meine ist hübscher. Also ich finde meine hübscher. Ich habe meine gesehen und habe mich sofort in sie verliebt. Weil ich wusste nicht, welche ich nehmen soll. Ja, weil meine halt nicht nur so gerade ist, sondern hier so runter geht. Und das fand ich irgendwie schön. Ich habe auch eben schon dran geleckt, um zu gucken, ob es auch wirklich Salz ist. Ist so. Oder ob die uns beschissen haben. Nee. Als nächstes habe ich diese wundervolle Kerze gekauft, weil ich habe ja noch nicht genug. Das ist so eine 3-Dolch-Kerze. Das heißt nicht Dolch. Dort heißt das, glaube ich. Dort? Docht. Docht oder dort? Docht. Docht? Eine 3-Docht-Kerze. Echt Docht? Also Docht. Mit CH? Nicht mehr? Richtig geil. Dort? Oh. War auch ein bisschen nach Oma. Kennt ihr diesen TikTok mit diesem Mami? Sorry. Das bin halt ich mit Maxi. Das sag ich. Und du eigentlich meine Mami bist. Nein, du bist meine Mami. Nein, warum bin ich deine Mami? Weil du viel erwachsener, reifer, reflektierter und disziplinierter bist. Hä? Also okay, disziplinierter ab und zu mal. Aber reifer, erwachsener und erfahrener und all das, was du gerade gesagt hast, null. Ja doch, ich finde, du bist eine richtig selbstreflektierte und ich finde dich eine sehr, sehr, sehr bewundernswerte Person, wirklich. Irgendwie, ich werde heute so überschüttet von Max. Ich kann gar nicht damit umgehen, mit den ganzen Komplimenten und Stolzheitsgefühlen. Was ist das überhaupt? Das sind Tannenbäume. Ja, aber was... Deko! Was stellt man so hin? Das ist irgendwie... Ah. Da gibt's nichts Falsches gegen meine Tannenbäume. Nein. Ich schlaf dann heute doch wieder zu Hause. Oh Mann, jetzt werde ich wieder gebasht in den Kommentaren. Nein, ich habe ja schon gesagt, ich mache was strafrechtlich Relevantes, wenn du nochmal gebasht wirst. Okay, na gut. Haben wir noch was? Das meine tollen Bäumchen. Nein, das war's. Und ich bin sehr stolz auf meine 2 Bäumchen. Mhm. Das war eigentlich schon anders. Ich würde euch auch sagen, was ich gekauft habe, aber... Da sind einige Weihnachtsgeschenke dabei und deswegen will ich nicht das Risiko eingehen, dass das jemand sieht. Naja. Gut, Leute, dann beende ich jetzt hier Maxis Vlog, damit er nicht zu lang wird. Party People, abonniert diesen Kanal. Gebt einen Daumen nach oben. Genau, gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da. Abonniert Esthers Kanal und guckt auf jeden Fall in die Infobox. Klickt auf den Link und kauft diesen tollen Planer. Yes. I'm still proud like a mom, so please do it. Do it! Ciao! Tschüss!